Schönen guten Abend, Leute. Willkommen zurück zum Nebelsimulator Silent Hill 2. Ihr seht, ich bin schon wieder ein Stück voraus, weil... Ja, eigentlich bin ich noch ganz schön angepisst. Das ist ein ähnliches Problem wie sonst auch. Diesmal hat aber das Aufnahmeprogramm sich anscheinend zweimal geöffnet. Ich weiß nicht, wie es geht. Fragt mich nicht. Jede Software, die man doppelt öffnen möchte, schreit einen grundsätzlich an. Ich bin schon offen. Hat das jetzt nicht getan und hat trotzdem aufgenommen und ich habe eine Datei erhalten, die aber nicht bearbeitbar ist oder nicht aufrufbar auch nicht. Ja, richtig cool. Also darf ich das nochmal machen? Ich bin jetzt so weit wie möglich zurückgesprungen, was die Lademöglichkeiten angeht. Ihr habt aber noch nichts Essentielles verpasst. Unsere Aufgabe hier ist es, nachdem ich dachte, dass wir das Krankenhaus verlassen, sind wir jetzt anscheinend in der Welt von dem Dreieckskopf. So wie er seinen Patientenaufenthalt hier vernommen hat, so interpretiere ich das Ganze, denke ich mal. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, unten im Flur eine Box zu öffnen, die mit drei Schlössern versehen ist. Also müssen wir Schlüssel und Codes besorgen dafür. Das Gewaltinstrument. Ich hasse das immer so. Du hast so viel gelabert dazu, ne? Und dann... ist das alles im Arsch? Und da habe ich erst gedacht, das hier ist ein Fehler, weil ich ihn hier den Arm wegmalträtiert habe. Aber nein, wir müssen das machen. Und jetzt müssen wir ein Instrument finden, um an den Gegenstand in seinem Auge zu kommen. Jetzt hin. Es ist schon ein krasser Vorteil, wenn du von hinten die erwischst, ja? Mehr darauf achten, ob wir die vielleicht hinterrücks bekommen, die Krankenschwestern, weil die sind echt fies. Also ich werde jetzt hier natürlich ein bisschen schneller durchmarachen, weil ich kenne mich ja nur etwas aus. Ja, das ist immer ein bisschen ärgerlich, weil ich meine, das Spiel macht Spaß, keine Frage. Und ich denke auch, man kann das ein zweites Mal spielen. Aber wenn man hier was gut geschafft hat, so, ne? Man hat sich ganz gut durchgekämpft. Und ich hatte auch schon nicht, ich hatte fast das dritte Schloss fertig. Dann ärgert einen das enorm. Wollte er sie fressen? Oder war das so eine kurze Anteilnahme? Ich hasse dich dafür. Ist krass, die kriegen das mit, wenn du die anstarrst.
So. Hier ist das Instrument für sein Auge. Jetzt müssten wir eigentlich hoch, aber wir waren hier hinten noch nicht. Ja. Was war das denn für ein Defekt? Mein Gott, ey. Aber auch auf Paidu. Wenn du hier als Klempner herkommst, ja, und siehst die Schüssel, dann kannst du direkt wieder losfahren. Künjen. Machst du das andere, ja. Hier gab es irgendwo auch noch so eine Badewanne, die so komplett eskaliert. So. Ich weiß gar nicht, warte mal. Wie war denn das? Weil hier geht ja auch, wir müssen diese Ketten ja halt lösen. Geht hier hin. Naja, okay. Nee, nee, das wird schon so passen. Ich bin der Meinung, das ist korrekt. Wir müssen hoch. Kriegen dann aus der Puppe. Was ja, glaube ich, alles ihn symbolisieren soll. Ich gehe davon aus, es ist nur eine Theorie, aber ich tippe mal drauf, dass er hier misshandelt wurde. Und da holen wir uns den Schlüssel raus. Guck mal, hier liegt auch noch was. Oh, oh. Schnell, aber die steht. Der Slapis Augeschlüssel. So, jetzt seht ihr auch gleich die Box, von der ich sprach. Nicht mal noch nicht mal abgedeckt. So, und hier kommt der Schlüssel rein, logischerweise. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wie assi wären das, wenn ich den. Ich kenne den Code ja für das linke Zahlenschloss jetzt schon. Wie war denn das? Das war
Nur mal so, um zu gucken, ob es geht. 1, 6. So, 2. Tatsache. Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir gehen die Teile natürlich trotzdem ab. Da gibt es ja noch ein bisschen Munition für uns. So, ich kam jetzt von da für das eine Zollenschloss. Jetzt warte mal, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Oh ja. Nee, nee, das passt schon. Also wir sind jetzt mit dem Fahrstuhl hier angekommen, ne? Alter, fehlt jetzt einfach der Teil dieses Gebäudes? Fehlt deswegen vielleicht auch jetzt ein anderer Abschnitt? Weil ich das Schloss gerade entfernt habe? Ach, Kacke. Das ist ja krass, das ist mir gar nicht aufgefallen. Nee, so ein Schwachsinn. Ich bin nicht mit dem Fahrstuhl hergekommen. Da fehlt sogar ein Knopf noch. Bin ich doch mit dem Fahrstuhl hergekommen? Doch. Also dann verschwinden einfach die Teile. Die Abschnitte, ist ja krass. Okay, ärgerlich. Richtig dumm, vor allem da fehlen mir jetzt ja auch Zettel. Nee, nee. So was machen wir hier, nee, junge Frau. Ja, der tut mir jetzt leid. Sonst hätte ich das nicht gemacht. Oder vorher gespeichert halt. Dieser Kombi. Gott, so. Das soll irgendwann nochmal okay sein. Ja, jedenfalls drehte sich das ein bisschen drum, war das so ein Rätsel, wie viele Pillen er gefressen hat und wie lange er drin war. Man musste so ein bisschen Licht erzählen und dann kam es halt auf die Kombination für dieses Schloss. Vielleicht hat man jetzt ja auch ein bisschen Ressourcen gespart, muss man ja auch sagen. Ah. Nee, ich gar nicht gut. Hör auf, hier rumzureiern, Mann. Alter, was? Was ist denn eine Mission, Alter? Ey, das geht gar nicht. Sorry, was soll denn die Scheiße? Ohne Witz, Mann.
Also. Ich hasse es, wirklich. Es ist so ein Dreck. Das ist so gemein, Alter. Boah, nee, Freunde, absolut nee. So eine Scheißstelle da. Was da jetzt an Schrotmunition geflogen ist für Ome, Alter. So ein bis hier. Okay. Nur weil er da rinkommt, dann plötzlich aufsteht und rumrotzt wie ein großer. Arschloch, Junge. Aber das ist auch einfach dieser Ungeduld geschuldet. Ich weiß nicht, warum mich jedes Aufnahmeprogramm ständig abfacken muss. Ich habe keine Ahnung. Ist ja nicht so, dass ich die Sachen übertue. Aber es ist ständig irgendwas. So, jetzt sind wir, haben wir den Raum hier wieder. Okay, ja. Ja, 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 ja. Oh, sie ist auch schon hier, ne? Stange los. So, jetzt Rest hebe ich mir jetzt auf, dass mir jetzt. Er ist wieder hier, schaut mich an, starrt. Er sagt, er wird mich dorthin bringen. Ich will nicht. Ich lasse nicht zu, dass er mich mitnimmt. So, der Schlüssel fürs Office. Ich habe kurz überlegt, ob diese Fotos Hinweise sind auf Verstecke, die vielleicht dann erst aktiv werden, sobald man das Foto hat. So, hier war sonst, glaube ich, nichts weiter. Ein bisschen Futter. Konnte man sich hier ein Rauschen anhören? Der Schmerz wird bald nachlassen. No pain, no pain, no pain, no pain. Kein Schmerz. So, und hier habe ich dann eigentlich Schluss gemacht. Jetzt können wir natürlich ein bisschen weitermachen, weil wir ein bisschen Zeit gespart haben. Das
Ding sieht echt böse aus. Aber hier? Nummer 50 war wieder im EKT-Raum. Diesmal habe ich es überprüft. Er hatte keinen Behandlungstermin. Wie kann es sein, dass er da ganz alleine hereinspaziert? Und woher soll er überhaupt wissen, wie man das Ding anstellt? Wer auch immer dafür verantwortlich ist, er muss dafür gerade stehen. So nah, es wird passieren. Es muss passieren. Okay. Komm auch schon weiter. Okay, hier fehlt Saft anscheinend. So, das ist jetzt für mich natürlich unbekannt. Das haut nicht mehr hin, ne? Die Kollisionsabfrage ist auf immer. Es gab einen kleinen Patch, aber das ist total eigenartig. Das haut hier alles irgendwie nicht mehr hin. Das hat vorher besser funktioniert. Nochmal ein Aufzug. So. Saft on. Hier auch drin? Das ist nur ein optionaler Weg. Okay. Nun können wir loslegen, Herr Doktor. Neun, sechs, fünf, neun. Okay, das war jetzt natürlich einfacher. Was schön, einmal ohne Knobeln geht auch. Manchmal bedarf es einfach nur etwas Strom. So, ich bin jetzt einfach mal ein Schlaufuchs und speichere vorher. So, jetzt bin ich natürlich so gut, dass wir vergessen. War das hingemalt? Ah ja, er hat es notiert. Ich habe es gesehen, dass du es notiert hast. Ist das denn ernst, Kollege?
Hat er es auf der Ebene hingeschmiert, wo... Ah, da. 9659. Du, du. 9, 6, 5. Oh, fuck! Aus Versehen doppelt gedrückt. Ich bin fertig. Der Aufzugknopf in den Kellerinski. Und sie möchte jetzt dafür einen Ring von uns. Was haben wir hier noch? Sie ist ein Engel. Keiner weiß es nur. Ich kann die Dame der Tür sehen. Sie können nicht über ihre Fadenbrücke gehen. Sie fallen durch die Schwere ihrer Verbrechen. Wie aufgedunsene und hässliche Leichen sind ihre Sünden sie vernichtet. Okay. Sünde und Sünder gleichermaßen. Sie rettet mich. Sie ist ein Engel. Na gut, Leute. Dann machen wir hier jetzt Feierabend. Und gucken, dass wir hier nächste Folge schnellstmöglich entkommen. Wenn wir mit unserem Knopf in den Keller fahren. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.